Hallo, ja, so sieht der Flugplatz Egelsberg und das USK- und Oldtimer-Treffen von oben aus. Die Aufnahmen sind aber am Ende des Treffens entstanden, als die meisten schon weg waren. Vorher aber war hier schon mehr los. Obwohl der Herbst nicht gerade seinen besten Tag gezeigt hatte, waren doch genug Teilnehmer gekommen, sodass ein interessantes und kurzweiliges Treffen stattfinden konnte. Obwohl wetterbedingt nicht so viele Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen da waren, war trotzdem eine gute Fahrzeugmischung zu sehen. Vom neuen Challenger über Vans, Jeep, Mustangs und so weiter bis hin zu einem schönen Chevrolet-Klassiker. Ich glaube, der war aus dem Baujahr 1923. So, das waren dann auch die Bilder vom Flugplatz Egelsberg. Für dieses Jahr war es hier zum letzten Mal. Das nächste Treffen wird voraussichtlich Ostern 2016 stattfinden. Ich sage hier erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Als Abschluss noch ein paar Bilder meines persönlichen Highlights von diesem Treffen.